Dann unsere didaktischen Überlegungen dazu und die technische Umsetzung. Zum Abschluss teilen wir das Feedback meiner Studierenden mit Ihnen und haben dann Zeit für einen kurzen gemeinsamen Austausch. Ja, das Branching-Szenario wurde für Studierende des Bachelorstudiengangs Sozialwissenschaften mit Schwerpunkt interkulturelle Beziehungen entwickelt und ich setze das in meinem Seminar Interkulturelle Sensibilisierung ein. Die Konzeption erfolgte im Rahmen des von der Stiftung Innovation in der Hochschullehre geförderten Go-In-Projekts. Go-In steht für gemeinsam Online-Formate weiterentwickeln, innovativ und nachhaltig. Und die Umsetzung erfolgte dann zusammen mit Melina Schwierzke, die heute, glaube ich, ebenfalls hier ist. Das Branching-Szenario ist als Teil eines Blended Learning-Konzepts gedacht und kann als asynchrone Selbstlernphase eingesetzt werden oder auch aufgeteilt in mehrere Selbstlernphasen, die dann unterbrochen werden von synchronen Reflexionsphasen oder auch gemeinsamen Präsenzeinheiten mit mir als Dozentin. Das heißt, wir greifen das, was im Branching-Szenario angestoßen wird, auch hinterher nochmal in jedem Fall auf, sodass es dann nochmal weiter bearbeitet und reflektiert wird. Das Branching-Szenario selbst ermöglicht eine interaktive und individuelle Einbindung jedes oder jeder Studierenden in den Themenbereich der interkulturellen Sensibilisierung. Es dient der Wissenswiederholung und Vertiefung, und zwar im eigenen Lerntempo, und trägt das individuelle Reflektieren von Lerninhalten an und erhöht damit natürlich auch die persönliche Lernmotivation. Jetzt zeige ich Ihnen direkt im Anschluss das Branching-Szenario. Dafür wechsle ich einmal kurz meinen Tab und zeige Ihnen tatsächlich mal, was wir umgesetzt haben. Und zwar simulieren wir mit unseren Studierenden einen Tag an der Hochschule Fulda. Die Story ist die einer internationalen WG, die sich nah am Alltagsleben der Studierenden befindet. Zunächst möchte ich Ihnen gerne die WG-Steckbriefe zeigen. Die ermöglichen eine direkte Einbindung der Studierenden und es besteht auch die Möglichkeit, den eigenen Steckbrief hochzuladen in Moodle. Dann können Sie Ihren Tag starten und jetzt sollten Sie eine Situation am Morgen hören und sehen, die Sie alle kennen, und zwar das Weckerklingeln. Und da kommen wir jetzt zur ersten Entscheidung, die Sie auch gerne mit uns treffen können. Die Abstimmung dazu ist schon freigeschaltet. Und zwar, was tun Sie? Entweder A, Sie ziehen sich das Kopfkissen über den Kopf und schlafen weiter. B, Sie machen Musik an. Oder C, Sie stehen auf. Und ich sehe, die Abstimmung wurde freigeschaltet und würde Sie da mal bitten, mit uns abzustimmen, dass wir den Weg gemeinsam weitergehen können. Ich sehe schon, Tina, wir haben hier sehr arbeitsame TeilnehmerInnen. Ja. Die meisten sind tatsächlich gleich zack für Aufstehen. Ja, wir stehen auf. Dann stehen wir auf. Ja. So, dann stehen wir auf. Putzen Zähne, gehen ins Bad, auch alles unterlegt mit Audios. Und kommen zum Frühstück. Da haben wir jetzt die erste Situation. Und zwar sollen die Studierenden dort Handlungsoptionen im alltäglichen, gegebenenfalls diversen Umfeld mittels Gamification-Elementen erproben. Es geht hier um eine Zuordnungsfrage von Frühstücks nach den Herkunftsländern der MitbewohnerInnen, die natürlich nicht nur nach den Herkunftsländern entschieden werden kann. Wir haben hier verschiedene Handlungsoptionen und hier Drag-and-Drop-Elemente in der Fragenform eingebunden, wo die Studierenden dann zuordnen können. Ich mache das jetzt einfach weiter und möchte Ihnen gerne im Anschluss noch etwas zeigen, und zwar die Nachrichten. Nachrichten haben ja auch einen Bezug zur Kultur. Welche Medien treffe ich? Welche Medienwahl treffe ich? Welche Nachrichten lese ich überhaupt? Und hier haben wir zum Beispiel auch externe Inhalte eingebunden, wie zum Beispiel den Podcast Der Tag. Und auch hier können die Studierenden wieder ihre Gedanken zu den Reflexionsfragen im Moodle-Kurs hochladen. Dann gehe ich einmal kurz raus und zeige Ihnen im weiteren Verlauf den weiteren Tagesablauf. Und zwar gehen die Studierenden dann zum Campus, gehen am International Office vorbei und gehen in die Lehrveranstaltung. Das können Sie jetzt hier sehen. Und zwar gehen Sie zu einer Vorlesung zum Thema Kultur.
Heute geht hier es haben um wir mit einführende einem Video, Überlegungen zu das unterschiedlichen, spielt hier auch im Hintergrund kurz ab, nämlich die Pflege bzw. komplexe Bildung Inhalte des Geistes einer Lehrveranstaltung von Fähigkeiten, eingebunden. Umgangsformen, Manieren und Anstand. Aktionssituationen und Begegnungen, Im in weiteren denen wir Tagesverlauf und auch unsere haben Sie dann noch verschiedene InteraktionspartnerInnen Wahlmöglichkeiten auf bzw. unerwartetes verschiedene Verhalten Branchings, und die den Reaktionen Uni-Alltag stoßen, abbilden. deren Bedeutung Zum und Beispiel Sinn Aufenthalte in gegenseitig der behindern. Kannst du die Bibliothek. Folie, die Präsentation noch stumm schalten wieder? Ja. In nicht Ah erschließen. ja. Moment, wir machen Hier das nicht können stumm. Kultur. Jetzt Das müsste es ist wieder immer, stumm wenn man sein. mit mehreren Tabs arbeitet, aber dadurch können wir es eben interaktiv gestalten. So. Ist jetzt wieder stumm, ne? Ja, Gut. danke. Super. Dann haben Sie eben die Möglichkeit, weitere verschiedene Branchings durchzuspielen, wie zum Beispiel Aufenthalte in der Bibliothek, zum Nachlesen von Seminarinhalten, zur Lehrveranstaltungsvorbereitung mit fachbezogenen Übungen, Gruppensituationen und Kommunikationsanforderungen und vieles mehr, wie zum Beispiel hier die nächste Entscheidung, die Sie gerne mit uns treffen können. Sie waren nun am Campus unterwegs und haben noch eine Stunde Zeit bis zur nächsten Lehrveranstaltung. Und ich sehe schon, die Abstimmung ist auch schon freigeschaltet, wie Sie gerne die Zeit zur nächsten Lehrveranstaltung nutzen wollen. Zum einen können Sie wählen, zum Freund bzw. zur Freundin zu gehen, um einen Kaffee zu trinken, in die Bibliothek zu gehen oder auf einen Plausch in die Mensa zu gehen. Ich stimme auch kurz mit ab und sehe, Sieht recht eindeutig aus, wir gehen in die Tina. Die Mensa. meisten mit dem Flausch in der Mensa, ja. Ja, das ist sehr nah am Alltag der Studierenden. Und zwar haben wir hier eine Verlinkung zur Webvideoreihe der Bildungsstätte Anne Frank hinterlegt, in der die Studierenden sich über den Alltag junger Geflüchteter in Deutschland informieren können. Alternativ konnten Sie jetzt noch ein interkulturelles Training vorbereiten. Und dann kommen wir zum Tagesabschluss, was ich gerne noch zeigen wollen würde. Alle gehen nach Hause. Wir können natürlich jetzt sofort ins Bett gehen, aber das wäre ja langweilig, deswegen gehen wir zum Spieleabend. Und dort können die Studierenden Tabu spielen. Für diejenigen, die das nicht kennen, man muss dabei ein Wort erklären, ohne eine bestimmte Wörter dafür zu verwenden. Sie werden es gleich sehen. Und da können Sie auch nochmal abstimmen, welche Karte wir gerne ziehen sollen. Die Nummer 4. Dann ziehen wir die Nummer 4. Ja. Ja, das ist sehr, sehr passend. Soll das Wort Kultur erläutert werden, ohne die Wörter Lebensweise, Gesellschaft, Identität und Bräuche zu verwenden. Ja, hier wäre noch das Wort Diversität als Beispiel. Da haben wir einige Karten konzipiert. Ja. Der Tagesabschluss, jetzt haben Sie es geschafft und wir sehen auch gleich, wie das Licht hier ausgeht. Und Sie haben einen Tag an der Hochschule erlebt. So, dann geht Antje auch schon direkt weiter zur didaktischen Einbettung. Jetzt müssten Sie. Ja, wir sehen's. Ja, wir vertauschen es noch. Jetzt müsste es passen. Jetzt So. passt. Danke, Tina. Das war jetzt natürlich ein ganz schöner Ritt und ein Schnelldurchlauf. Wenn Sie mögen, kann man das natürlich auch ausführlicher zeigen. Es ist tatsächlich ein sehr langes Branching-Szenario, was wir entwickelt haben. Aber ich denke und hoffe, Sie haben zumindest schon mal so einen Einblick bekommen, was man damit machen kann. Also das Branching-Szenario ermöglicht die Verknüpfung asynchroner Lernphasen mit synchronen Lehrveranstaltungen. Und das ist sowohl in der Präsenzlehre einsetzbar als auch in der reinen Online-Lehre. Durch selbstgesteuertes Lernen, wie zum Beispiel das eigene Zeitmanagement, interaktive Entscheidungsmöglichkeiten und die Einbindung individueller Vorlieben oder auch Persönlichkeitsmerkmale, wird eine vertiefende Wissensvermittlung gefördert, weil man eben einfach auch den Bezug zu sich selbst automatisch herstellen kann.
Dazu trägt auch die Vermittlung von Wissen im Branching-Szenario in Kombination mit diesen eigenen Reflexionsphasen bei, die wir immer wieder eingebaut haben durch die Verknüpfungen zum Moodle-Kurs. Also wie am Anfang zum Beispiel mit den Steckbriefen, wo man dann auch seinen eigenen ausfüllt und sich dabei natürlich auch nochmal Gedanken macht, wie ist das eigentlich bei mir, was sind denn meine Hobbys oder was wäre mir besonders wichtig. Abwechslungsreiche Lernszenarien und das Einbeziehen der Studierenden erhöhen die Motivation, ebenso wie auch die Berücksichtigung der studentischen Lebenswirklichkeit. Deswegen haben wir uns eben gerade auch entschieden, so einen Tagesablauf im studentischen Leben als Rahmenhandlung zu benutzen. Abwechslung und persönliche Bezüge werden auch durch Elemente wie den persönlichen Steckbrief, das eigene Journal zur Reflexion im Moodle-Kurs, aber auch natürlich anderes weiterführende Material im Moodle-Kurs und eben auch Beiträge, in dem Fall jetzt von mir als Dozentin, wie mit dieser vertonten Vorlesung geschaffen. Und durch die Berücksichtigung auch von eigenen Wertsystemen und Lebenserfahrungen der Studierenden findet natürlich auch nochmal ein vertieftes Lernerleben statt. Durch die Gestaltung des Branching-Szenarios werden bestimmte Lerneinheiten oder Reflexionsphasen auch zu bestimmten Phasen des Szenarios gefordert. Das war uns insofern nochmal wichtig, weil man dadurch den Lernprozess auch nochmal steuern kann. Es wird dann ein kontinuierlicher Lernprozess, der zum Beispiel eine Verschiebung bis kurz vor Semesterende idealerweise verhindert, weil man ja gezwungen ist, das dann zu tun, um auch im Branching-Szenario weiterzukommen. Beim Einsatz in der reinen Online-Lehre wird das gegenseitige Kennenlernen der Studierenden auch nochmal unterstützt, zum Beispiel durch dann gegenseitig sichtbare Steckbriefe oder auch forumsbasierten Austausch. Und wir haben auch, das ist jetzt heute hier nicht zu zeigen gewesen in der Kürze der Zeit, projektbasierte Gruppenarbeiten eingebaut, die dann alle im Branching-Szenario bereits angelegt sind. So, dann übernehme ich wieder mit der technischen Umsetzung und ich habe auch gerade schon mal in den Chat geschaut, wo schon einige Fragen gestellt wurden, die Melina auch schon beantwortet hatte. Also ja, wir haben das Szenario mit H5P umgesetzt. Mit H5P kann jeder bzw. jede durch einfache Drag- und Drop-Lösungen digitale und interaktive Lerninhalte erstellen. Und dort haben wir eben mit der Funktion Branching-Szenario gearbeitet. Dies ermöglicht Lerninhalte anhand von Geschichten in einer interaktiven Simulation mit Entscheidungspfaden zu vermitteln. Und dabei bietet H5P, das haben Sie ja auch gesehen, eine Vielzahl von multimedialen Inhaltstypen. Im Grunde genommen sind wir zweischrittig vorgegangen. Zuerst haben wir ein textbasiertes Skript und eine digitale Mindmap angelegt. Das textbasierte Skript hat detailliert die verschiedenen Pfade und Abfolge von Entscheidungen sowie auch Anweisungen zur Durchführung innerhalb des Szenarios beschrieben. Die Mindmap, die Sie dort eben sehen können, hat die Verzweigungslogik visuell dargestellt. Das hilft einfach, den Überblick über die Struktur zu erhalten und ist besonders hilfreich, wenn man im Team, so wie wir, daran arbeitet. Dann haben wir das Branching-Szenario mit dem Editor Lumi erstellt. Nach Auswahl des Inhaltstyps können Sie dann auf der linken Seite, das ist dort in diesem dunklen schwarz-grauen Bereich, die zentralen Einstellungen vornehmen. Und im Grunde genommen finden Sie die Hauptfunktionen unter dem Stiftsymbol. Das ist einmal die Info zum Inhalt, jetzt dort grün markiert. Und da können Sie eben Inhalte erstellen. Neben Text und Bild sind auch interaktive Präsentationen und interaktive Videos möglich. Und innerhalb dieser, also vor allem innerhalb der interaktiven Präsentationen und Videos, können Sie dann noch weitere Inhalte hinzufügen, zum Beispiel verschiedene Quizformen, Verlinkungen und weitere Gamification-Elemente. Das ermöglicht eine ansprechende, abwechslungsreiche Gestaltung und auch Möglichkeiten unterschiedlicher Vertiefungen der Lerninhalte. Und in den Blauen, was Sie dort sehen, das ist der Verzweigungsinhalt. Dort kann man die Branching Questions hinzufügen. Die NutzerInnen können hier Entscheidungen treffen und rechts sehen Sie die erste Entscheidung von vorhin am Morgen, die wir vorhin auch getroffen haben, an die Sie sich vielleicht erinnern können. Dann kommen wir zum studentischen Feedback.
Genau, wir wollten Ihnen natürlich gerne auch ein paar Stimmen meiner Studierenden zeigen. Und wie Sie sehen, kam das Branching-Szenario insgesamt sehr gut an. Also tatsächlich hatte ich nicht ein einziges negatives Feedback bis jetzt gehabt, also sondern die Studierenden haben das schon sehr gewertschätzt und gesagt, es ist sehr hilfreich. Dann noch ganz kurz, wir sind mit unserer Zeit ja auch schon relativ weit noch für die Adaptionsmöglichkeiten. Das Rahmenszenario eines Tagesablaufs eines Studierenden an der Hochschule ermöglicht natürlich viele Adaptionsmöglichkeiten. Auch deswegen haben wir uns dafür entschieden, denn man kann natürlich jetzt relativ einfach Inhalte austauschen und den Rahmen lassen. Also ich kann zum Beispiel die Vorlesungsinhalte austauschen, ich kann Themen von Gruppenarbeiten verändern und relativ einfach einspielen. Bei den Nachrichten, die Tina anfangs gezeigt hat, ist es natürlich auch möglich, je nach Seminarthema andere Podcasts oder andere Nachrichten zu wählen. Das heißt, das lässt sich relativ gut adaptieren. Und wir haben darüber hinaus auch Elemente von Persönlichkeitsentwicklung und Soft Skills eingebaut, die zum Beispiel jetzt, es gibt in der Gruppenarbeit bei einem Projekt einen Konflikt, wie geht man damit um, die sich praktisch auch über die Kernthemen hinaus übergeordnet immer wieder einsetzen lassen in verschiedenen Seminaren. Darüber hinaus ist das Branching-Szenario aber auch außerhalb des Hochschulbereichs einsetzbar. Da könnte man es dann adaptieren, indem man zum Beispiel die interkulturellen Themenbereiche lässt, aber das Rahmenszenario ändert. Ja, und damit sind wir am Ende unseres Kurzvortrags hier angekommen und können